Jo Leute, was geht ab? Ich habe so Bock auf dieses Spiel. Es ist so heftig, wie viele Runden ich einfach zocke, bis das hier safe ist, ob ich aufsteige oder nicht. Ja, heute gegen Groß Aspach können wir auf jeden Fall schon mal einen sehr wichtigen Schritt machen. Eigentlich so den Schritt, der wichtiger eigentlich schon gar nicht mehr geht. Easy going. Der Ähm, Kampf um ja, den weil. Aufstieg wird richtig spannend. Das ist heute ein echtes Sechs-Punkte-Spiel. Gleich geht's Ja, los. Groß Aspach können wir halt raushauen. Für uns können wir natürlich wichtig. Das letzte Spiel haben Sie zu Hause gewonnen. Heute wollen Sie wieder so eine Leistung abrufen. So, perfekt. So, erstmal Werden alles Sie dann umgestellt. bereit? Ja, genau. Also Groß Aspach können wir heute hier aus Heute aus wird den der Dings Kampf raushauen, weil um wenn wir den gewinnen, dann haben Aufstieg die 9 entschieden. Punkte Abstand auf uns zumindest. Das heißt, dass die uns dann nochmal Hier runterhauen, ist muss eher Ihr Vorsprung der unrealistisch. Gastgeber werden. Das Kurz wäre halt darauf natürlich relativ gut für uns. 5, 2, Ah, 3 okay, das war ein doofer lautet Pass. Ihre Formation. Also Fünferkette, ne? Na, das wird nicht einfach, da durchzukommen. Aber sie spielt auch mit 3 Stürmern. Also es ist keine Mauerei. Und er gewinnt den Zweikampf. André Day. Außerdem, wenn wir das gewinnen, was auch noch natürlich gut ist, die Punkte sind natürlich an sich wichtig, aber auch dann können wir vielleicht noch einen Verfolger aus kaputt machen oder so, der dann vielleicht 4 Punkte oder so hinter uns ist, weil ich habe das Gefühl, wir werden hier definitiv noch Mitte zwei, des drei Spiele Feldes. verlieren irgendwie. Ich weiß auch nicht, aber erstmal schöner Versuch von Piosek, der immer mal wieder zum Schuss kommt, aber ja, die Torgefährlichkeit sprüht er jetzt nicht gerade aus. Er ist leider kein Rosinger. Sauer. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Boah, da habe ich aber Lack, dass ich den noch bekomme. Das könnte gefährlich werden. Ja, Piosek. Ecke immerhin. Das ist in Ordnung. Na, die kommt leider nicht so gut. Oder doch? Szene ist auf jeden Fall Na. gleich. Hätte man meines Erachtens nach auch einen Elfmeter pfeifen können. Er entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Okay. Ja, wie gesagt, also das ist wieder. Ist natürlich. Naja, eigentlich ist Heute es geht es egal, um gegen die wen wir Grenzen spielen. des Also ich habe sowieso Möglichen. nicht das Ja, Gefühl, das dass. kann man Also wir schon spielen gegen die guten sagen. Mannschaften sowieso besser. Weil ich wollte gerade sagen, es ist Er schon hat bitter, sich dass die auch Hälfte der verbessert. Spiele, die wir gerade haben, immer gegen Leute sind, die auch unter den Der Top-Mannschaften Ball der Liga gerade sind. bleibt und Aber abgefertigt. ja, wie gesagt, gegen Bremen 2 zum Beispiel spielen wir Schlechter richtig Start. scheiße, dass es 1-0 näht und Aber nicht. das Ding Also gegen dreht Bremen 2 sich. spielen wir dann richtig schlecht zum Beispiel. Gegen auch andere Mannschaften, die relativ weit unten waren, spielen wir immer ziemlich schlecht. Also ich freue mich tatsächlich eher, wenn wir gegen bessere Mannschaften spielen. Ist natürlich umso bitterer, wenn man gegen die verliert. Ne? Wenn du gegen Bremen verlierst, dann siehst du es in der Tabelle nur einmal. Und Das zwar, wird dass die du keine Chance Punkte werden. bekommen hast. Wenn du gegen die jetzt natürlich verlierst, siehst du es zweimal, weil die dann natürlich auch Schöner wieder dran Flankengang, sind. Ballverlust. Und bisher sieht das auch nicht Pascal. so sicher aus wie unsere anderen Spiele tatsächlich. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Jetzt könnt ihr den Ball abspielen. Ja, der müsste weg sein, ja. Und Ja, es Groß gibt einen Aspach bisher Schuss. aber auch nicht wirklich gefährlich. Das ist auf jeden Fall unser Vorteil gerade noch. Hier kann auf jeden Fall was gehen, denke ich, wie gesagt. Also mit einem Punkt wäre auf jeden Fall schon in Ordnung. Das sage ich ja immer bei solchen Spielen. Dadurch, dass wir natürlich auch die letzten zwei, drei Spiele bereits schon gewonnen haben. Irgendwann muss auch mal sowas enden. Gibt's Dann jetzt die Gelegenheit? lieber mit einem Unentschieden. Außer. Nowitzki. Oh, wie viel Pech! Kopfball fallender Punkt. Oh, wie viel Tor. Doppelpech! Ah, dann haben wir hier fast das 1-0 gewesen. Ja, schöne Jetzt Erinnerung. die Hä, die Ergänzung. Ecke habe ich da überhaupt gar nicht hingezielt. Wegkopf Nicht mal drin. ansatzweise. André Day! Schön zur Ecke noch. Jetzt wird's Ecke geben. Da kommt die Ecke. Die Noch Ecken alles da, kommen aber kein irgendwie Gegentor. härter rein als gedacht. Einfach mal schießen, wieder zur Ecke geklärt. Noch eine Ecke. Oh, schade, schade, schade. Jetzt aber mal ein Abstoß. Nachdem wir jetzt 6 Minuten oder so Ecken geschossen haben. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Ja, der geht im Moment beide Wege. Wird's jetzt gefährlich? Ja, das ist wichtig. Nein! Zu doll aufgeladen! Fuck! Es bleibt hier Oh, bei Rosinger, sonst macht er Punkten. solche Dinger. Das ist natürlich hardcore bitter jetzt. Da wäre nämlich ein sehr wichtiges Tor entstanden. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Im Moment stehen sie geballt hinten drin. Gut
Vielleicht macht das ja gut. Nee, macht er nicht. Aber wir sind ja wieder in der Ecke. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt deutlich stärker in den letzten 10 Minuten. Sind wir wieder Lotte geworden. Aber das bringt uns halt nicht viel, wenn die Ecken auch immer so scheiße kommen. Na, noch eine Ecke. Schon die 8. oder so. Jetzt muss aber auch mal eine reingehen, denke ich. Ja, so schießen wir die normalerweise gefährlich. Ach ja, ach ja. So, der wird erstmal gelegt, damit er hier gar nicht denkt, dass er hier irgendwas kann. Ja, auch sehr harter Einstieg, aber anscheinend noch alles im Rahmen, weil er auch den Ball zuerst getroffen hat, aber trotzdem. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Tolles Zuspiel. Hey, und ich hoffe, hä? Dass du mich siehst, ich bin verliebt. Lol, wisst ihr, was es ist? Stream ich gerade? Nee. Ich habe ja, wenn ich... Wie random. Wenn ich streame, dann ja, habe ich ja Donation Sounds und wenn mich einer subbt, dann kommt das, ja. Und ja, es hat mich gerade einer gesubbt, obwohl ich nicht mal streame. Piusek! Oh. Und ja, es hat mich gerade irgendwer gesubbt, warum auch immer, wenn ich nicht streame. Oder es hat sich verlängert, das kann auch sein, das weiß ich leider nicht. Keine Ahnung, warum er das überhaupt überträgt, das Fenster habe ich eigentlich ausgeschaltet, aber anscheinend geht der Sound trotzdem durch. Naja, das erste Mal. Das wundert mich dann aber auch, dass es das erste Mal ist irgendwie, weil mich das wundert. Digga, warum denn faul? Wir gehen halt ineinander rein und dann... Fängt diesen Ball ab. Ein berechtigter Freistoß. Ja, genau, gib mir den Spieler da hinten. Oh Mann, ey, FIFA. Oh, Langnetz ist auch schön schnell auf jeden Fall. Ja, die haben da eine Fünferkette, lol. Ah, verdammt. Und trotzdem haben wir so Großchancen gehabt schon. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, da, ne? Ich hasse es. Er läuft halt nämlich rein und deswegen geht der Pass. Oder er will den halt auch anspielen. Aber warum? Nur einen Meter weiter stand ein anderer richtig gut in der Mitte. Ja! Es ist in Ordnung, hier nicht zu verlieren, sagen wir es mal so, ne? Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Würzburger Kickers unentschieden gegen Fortuna Köln. Also jetzt müssen wir eigentlich punkten, das ist eigentlich richtig wichtig jetzt. Weil irgendeiner von denen wird es nicht machen und da können wir dann halt aufschließen oder halt entkommen, je nachdem. Freiberger lassen wir nochmal drin. Vor allem Braun sieht eigentlich ganz anders aus als da gezeigt, das verstehe ich gar nicht, ey. Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Jetzt müssen sie aufpassen. Ja, 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 ja. Oh Gott! Oh, Chancentod, Lotte. Mal wieder. Ich meine, noch eine bessere Möglichkeit werde ich halt auch nicht kriegen, außer die hier vielleicht. Oh, die hier nochmal abgeblockt ist hier. Ja gut, wir sind ja gerade überhaupt nicht eckstark, das ist das Problem, ne? Ja, langsam nach vorne und dann... Die kommen auch überhaupt nicht mehr so wie früher. Oh, knapp, knapp, knapp. Aber es bringt uns halt auch nicht, wenn es einfach nur knapp ist. Mann, ey, der eben hätte halt reingehen müssen. Der geht ja gegen Pfosten, so. Das ist halt wieder richtiges Lotteglück. Pech bei seinem Aluminiumtreffer. Da war einmal ganz nah dran. Eine ordentliche Leistung. André Day. Ja, okay, da kann ich nicht viel mit dem Ball machen.
Mann, ey, das Spiel würde ich jetzt gerne mal gewinnen, weil das ist. Wenn Fortuna gegen Dings spielt, dann. Wär's wichtig! Oh mein Gott, Alter, dieser Rosinger ist so ein Biest vorne drin. Junge, der macht so viele fucking Tore, das ist so krank schon fast, Alter. So, das ist schon mal gut, dann kann. Warte, wir packen Hober mal raus für Krause. Der darf in der Mitte spielen, dann darf Freiberger nämlich das Spiel mal beenden heute. Okay, das ist schon mal gut, weil selbst wenn wir jetzt irgendwie ein richtig dummes Tor nochmal kassieren, dann verlieren wir zumindest nicht. Lol, was ist das denn? Oh, ich hab gespuckt. Scheiße. Weg damit. Lecker. So. Ja, hätte man jetzt voll pfeifen können, meiner Meinung nach. Ich bin so sauer, ich habe ein Schild gebastelt. Der eine bei Braunschweig heißt genauso. Nicht, dass er das ist. Nee, M. Sauer ist er, glaube ich, nicht. Oh, zurück zum Torwart. Sicher. E. Schneider. Geht weiter. Moritz Heyer. Wird das seine Torchance? Super Hackenträg, der Ball kommt an. Da kommt der Schuss. Ganz stark abgeschossen. Oh. Ja, Rosinger, da kann auch aus der Drehung mal was gehen. Sehr viele hohe Bälle nach oben. Habe ich gerade sehr viele hohe Bälle nach oben gesagt? Oh nein, 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 nein. Gut. Sehr schön. Jetzt Freiberger kann jetzt zeigen, warum er doch hier spielt. Junge, das ist einfach noch. Ja, das ist einfach noch 10 Verteidiger, ey. Das ist ja. Wow, die liegen hinten und spielen trotzdem noch mit 500 Stück hinten. Aber finde ich auf jeden Fall cool, dass die Mannschaften auch verschiedene Taktiken ausprobieren, verschiedene Spielstile haben und so. Ist auf jeden Fall ganz nice. Und das ist, glaube ich, sogar das erste Mal, dass wir gegen eine Fünferabwehr spielen. Aber ja, natürlich auch den besten Sturm tatsächlich in der Liga. Hätte ich auch gar nicht gedacht. Vor allem nicht nach den ersten Spielen. Ja, er war stets bemüht. Überzeugt heute als Passgeber. Sauer. Den Ball unter sich vollkommen problemlos. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Das könnte gefährlich werden. Ja, Krause. Schade. Egal, Hauptsache er durfte mal schießen. So, wir wechseln noch einmal, weil irgendwer darf noch mal spielen. So, dann wechseln wir den noch mal aus, wenn wir können. Und dann. Ja, Piosek. Keine Ahnung, also an sich mag ich den Spieler, aber ja, gerade was seine Sturmqualitäten angeht, läuft gerade nicht. Boah, sehr schön. Das ist Schneider, Alter. Der neue Neuer, weiß er aber noch nicht, deswegen spielt er noch bei uns. Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Einfach mal schießen, sehr schön. Ja, auch die Neuen dürfen mal ran. Ist das schon Ergebnissicherung? Es wird jetzt eine Auswechslung geben. Ah, schade. Ah, das tut jetzt weh. Boah, zum Glück spielt er das so scheiße. Ah, zum Glück spiele ich das so scheiße. Ah, okay. Vor allem, die machen aber auch überhaupt nicht auf hinten mal irgendwie, dass man sagt, wir spielen nochmal sehr offensiv oder so. Die stehen echt zu 10 trotzdem noch hinten drin. Kann jetzt da bitte einfach in eine Ecke reingehen, einfach nur, damit ich ein besseres Gewissen kriege langsam. Das ist ja bitter. Oh, und dann so ein unnötiger Ballverlust. Wir schauen auf die Uhr, 5 Minuten sind's hier noch. Jetzt könnte es gefährlich werden.
Julian Leist. Daniel Hegele. Sehr gut aufgepasst. Und das ist der Ball verloren. Okay, das wäre jetzt aber auch todesbitter gewesen, wenn wir wieder in der 90. den Ausgleich kassieren. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Ja, wenn der ihn kriegt, haben wir schon so gut wie gewonnen. Ja, wenn der ihn behaupten kann, haben wir schon so gut wie gewonnen. Aber jetzt können wir nochmal Zeit gewinnen. Müsste noch eine Ecke geben. Was war das denn? Na egal. Hat ja trotzdem funktioniert. Also von daher diskutieren wir da gar nicht drüber weiter, sondern gehen einfach weiter. Und Fortuna Köln hat gewonnen gegen Würzburg. Das ist nicht ganz so geil. Aber wir sind tatsächlich mal Erster. Und jetzt sieht man auch langsam schon, also wir machen erstmal das Training. So, jetzt sieht man aber auch langsam schon, dass sich die Tabelle, also dass die Aufstiegsfavoriten, wer das denn sind. Ich glaube, die ersten drei sind ja fast schon, stehen ja fast schon fest, jetzt kann man sagen. Junge, dieser Hase kriegt ja so viel dazu die ganze Zeit, nicht schlecht. Ja, kann auf jeden Fall sagen, bisher läuft. Oh, wir haben gerade sogar 100, wir sind Erster, was soll man auch sonst sagen. Dankeschön. So, machen wir erstmal weiter jetzt hier. Gegen Erfurt, da habe ich schlechte Erfahrungen mit, glaube ich. Das letzte Spiel haben wir verloren gegen die. Ja, gucken wir uns mal die Tabelle an am 33. Spieltag. Wir müssen ja 38, also 5 Spiele haben wir noch, das sind noch 15 Punkte. Also ich sag mal, Chemnitzer FC ist vielleicht noch dabei, aber der Rest ist eigentlich raus aus dem Ausstiegsrennen, würde ich sagen. Ja, wir sind momentan Erster, weil wir die bessere Torstatistik haben, das ist auf jeden Fall ganz gut. Also momentan würde ich fast schon sagen, es geht eigentlich nur noch darum, ob wir Erster, Zweiter oder Dritter werden. Ihr seht die Punkte übrigens nicht, wir haben 57 und Würzburger Kickers auch, das sehe ich jetzt erst. Ist ein bisschen nervig, kann ich aber leider nicht ändern. Wie sieht das im Euroleague denn aus? Oh, wie sieht das hier im Champions Cup aus? Bayern im Halbfinale. Ja, auf jeden Fall sieht die Tabelle ganz gut aus. Reiniger ist Erster hier ganz oben mit dabei, der Top-Torjäger. Haben wir eigentlich einen zweiten? Nee, wa? Nee, das ist echt der einzige von uns, der da drin ist. Kein anderer hat 9 Tore anscheinend gemacht irgendwie. Also Rosinger 20 Stück. Krass, wie viele Spieler haben wir? 33. Okay, er hat nicht jedes Spiel 1 gemacht, aber er hat von 52 immerhin 20 gemacht. Das ist auf jeden Fall ganz nice. So, dann machen wir nochmal kurz die Ausstellung für nächstes Spiel, würde ich sagen. Jetzt auf Nübel nehme ich wieder ran. Mit Heiz können wir dann mal spielen lassen. Und Straight. Straight out, da kommt denn. So, dann. Da Vogtscheid mal wieder im linken Mittelfeld, weil der durfte jetzt schon zweimal nicht. Und der darf auf die rechte Seite. Ja, Dings, wir verkaufen den doch hier, diesen einen von uns, diesen Wendel, weil ich will Putz behalten. Ja, und Wendel ist halt vielleicht ein bisschen besser, aber wir haben schon ein richtig starkes Mittelfeld mit den beiden. Das hat sich schon so eingegliedert. Deswegen packen wir den da auf jeden Fall drauf. Können wir die Leute denn jetzt schon drauf tun? Nein, natürlich nicht. So, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, meine Freunde. Okay, thanks, bye.